der Panikraum. Schauen wir mal. So weit nach oben noch. Okay. Brauchen wir die Kiste? Ich weiß es nicht. Hundi? Ja! Lass dich von allen Hunden erschnüffeln. Haben wir geschafft. Sehr gut. Ich weiß nicht, wofür wir die Kiste brauchen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, um hier oben nochmal zu den Versorgungsposten zu kommen. Das könnte ich mir vorstellen. Eigentlich brauchen wir von hier nichts, ne? Wobei, wir haben 7 Punkte. Echt krass. Da können wir uns auch nochmal die gefräßigen Insekten kaufen. Einfach nur, weil wir es können. So, ansonsten brauche ich von hier jetzt eigentlich nichts, muss ich sagen. Ich meine, wir benutzen die Angriffsgegenstände sowieso nicht, ne? Das ist eigentlich total schwachsinnig. Wir machen natürlich weiter mit dem Pfad der Stille. Und ich nehme wieder die Rauchbomben und die Geräuschentwickler. So. Auf zum Grafen. Hast du schon Angst, Karajan? Du solltest es. Ich komm dich holen. Aber nicht auf diesem Weg, stelle ich gerade fest. Oder doch? Es geht. Es geht. Sind wir hier richtig? Ja, so halb zumindest. Ich gucke mal kurz, ob wir hier drüben auch noch rankommen. Dann würde ich natürlich gleich den Weg hier nehmen. Naja, naja. Oh, oh Gott. Gucken wir mal. Der Turm, naja, da komme ich eigentlich schon besser, wenn ich von hier drüben aus ran mache, ne? Aber. Natürlich nehme ich das Artefakt gern noch mit bei der Gelegenheit. So, drüben. Ah, shit. Drüben weiterklettern will ich jetzt eigentlich nicht. Das war nicht die Ecke, die ich wollte. Da wollte ich hin. So, jetzt können wir ja auch mal ein bisschen schneller machen hier. Wunderbar. Ist das nicht schön, wenn wir auch mal sprinten können? Konnte ich viel zu selten bisher in diesem Spiel. Und jetzt geht es ohne Probleme. Jetzt kann ich die ganze Zeit durchsprinten, wenn ich will. Geile Sache. Look, there's Karajan. Hiding like a coward while his guards do the fighting. Deaktiviere Karajans Sicherheitseinrichtung. Wie diese Lampe zum Beispiel. Wie diesen Kronleuchter zum Beispiel. Und ich glaube, jetzt gibt es keine Wachen mehr, oder? So wie es aussieht. Da oben gehe ich lieber noch nicht lang. Das ist mir, glaube ich, momentan etwas zu unsicher. Die Frage ist bloß, komme ich denn hier... Nein, ich dachte es mir fast. Da komme ich nicht drüber, wenn ich hüpfe. So, ich muss noch mal kurz schauen, das mit den Hunden ist jetzt schon gemacht, ne? Das mit den Schlüsseln auch. Cool, ich glaube, wir könnten es tatsächlich schaffen, alle 9 Punkte zusammenzukriegen in dem Level hier. Okay, ich sehe gerade, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht hier unten. Wir müssen eigentlich nur von Deckung zu Deckung schleichen. Springen. Hüpfen. Was auch immer. Scharwenzeln. So, schon geschafft. Okay, wie sieht's hier aus? Geht das an uns vorbei, oder? Ne, wir können ja einfach in die Etage da drunter gehen, theoretisch, ne? Aber ich kann natürlich auch einfach so hier lang. Wie sieht's aus? If we shut off that generator, we'll bring down the lasers. And then nothing will stand between us and Karajan. Okay. Erstmal müssen wir aber irgendwie durch diese Türen kommen. Okay, ich sehe schon. Wir haben... Ach nee, das ist ja nur hier unten. Gut, die Frage ist dann, wie komme ich durch diese Lasertüren? Durch die Lasertüren, ja, durch die Sicherheitstüren. Kannst du dich mal hier festhalten vielleicht? Schauen wir mal. Ui, draußen gibt es doch noch eine Wache. Wahnsinn, eine einzige. Die auch unglaublich auf ihrem Posten ist. Okay, wir bleiben mal drin, würde ich sagen. Soll sie doch ruhig ihre Raucherpause haben. Hier gibt's was. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Rad. Achso. Ich dachte gerade schon, das sieht aber merkwürdig aus. So, was passiert denn, wenn wir hier ziehen? Okay. Oh, das war ja mies. Okay, ich sollte wahrscheinlich so schnell wie möglich dann da oben an das Ding mich dran grappeln. Okay.
Alles gut soweit. Das sollte machbar sein. Ja, geht. Die schalten wir erstmal sofort aus. Und die erste Tür ist offen. Ich verstehe, wie es läuft. Gut. Ich brauche kein Geld von dir. Kein Blutgeld. Stattdessen wird dein Blutgeld bald ziemlich blutig aussehen. So, dann bewegen wir uns doch gleich mal hier drüben weiter. Würde ich vorschlagen. Ah, da vielleicht nicht gerade. Wobei, da ist... Doch, das geht. Da ist eine Deckung. Nee, ist doch nicht. Oh Gott, schnell wieder raus. Gut, machen wir einfach mal nach oben. Hier haben wir ja einen Haken. Wie sieht's denn hier aus? Okay. So weit, so gut. Ich gehe mal lieber hier dran. Machbar ist es, ja. Okay. Oh, fuck. Scheiße, die Dinger gehen dort durch. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, aber wir sind fast da. Wir sind fast da. Nee, ich gehe nochmal hier runter. Okay, 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 okay. Alles gut. Erstmal hier rüber. Erstmal die Laser aus. Und jetzt die Tür auf. Coole Sache. Und ich könnte mir vorstellen, wie ich es schon mal am Ende der letzten Aufnahmesession gesagt habe, dass wir gleich noch ein klärendes Gespräch mit Karajan haben, in dem er uns irgendwas eröffnen wird, von dem wir bisher noch gar nichts wussten. So, gehen wir nochmal hier unten lang. Dieser Weg sieht mir sicher aus. Und damit ist der Weg frei. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich schon mal ein paar Lampen ausgemacht. Ermorde Graf Karajan. Jetzt sind wir endlich bei unserem richtigen Ziel angekommen. Hätte ich gewusst, dass jetzt ja noch Wachen reinkommen, hätte ich wirklich schon mal jemanden ausgeschaltet. Das ist ärgerlich. Ah, fuck. 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 Gut, da oben ging es dann nicht mehr weiter. Hallo. Oh, habt ihr was mitgekriegt? So, ich hatte natürlich gehofft, dass diese Laser jetzt auch aus sind hier. Aber nein, die bleiben weiter an. Ist natürlich klar. So, ich weiß nicht, ob man da oben langlaufen kann. Das ist das Problem. Ah, Gott. Nicht doch. So. Kurz hier runter. Hier sollte ich doch eigentlich lang machen können, ohne dass es jemand mitkriegt, oder? Wie sieht es denn hier unten aus? Ja, auch hier sind Wachen, aber die sollten... Oh. Nein, das sieht kompliziert aus. Das sieht nicht aus, als ob das mein Weg sein wird. Dann werde ich es, glaube ich, lieber hier oben lang versuchen. Machen wir hier mal das Licht aus. Und ich verstecke mich kurzerhand mal hier. Bis die da oben sich wieder beruhigt haben und dann kann ich mich doch da durchschleichen, sicherlich. Diese Leute, die sich immer kurz umdrehen, kann ich gar nicht leiden. So. Alles gut. Wir sind durch. Oh, shit. Hier hänge ich nicht gut. Okay, mal schauen, wie der seinen Haken benutzt. Seinen Haken, sage ich schon. Ich will den Haken benutzen, wie er mit seinem Laser umgeht.
Siehst du, genau das Geräusch meinte ich vorhin. Jetzt habe ich gerade auch überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich zugeben, wo der Laser hängt. Okay. Das hat funktioniert. Wir sind drin, sind wir richtig auch? Wir sind richtig. Oh, Karajan, oh, Karajan. Jetzt bist du aber so fett dran. Hallo? Nein, er hatte keine klaren Worte mehr für uns. Die Nummer ist durch. Somujo, die letzte Rückkehr. Unser Job ist getan. Das heißt für uns. What is this junk from Hessian doing here? Eigentlich, dass wir sterben müssen, um den Clan zu schützen. Aber ja, warum steht das Zeug hier? I'd understand if Azai brought back some treasure, but what is this armor? Why did he bring back guns? Ich glaube, wir sollten mal mit ihm sprechen, oder? We weren't just sent to kill Karajan. We were sent to steal from him. Did Azai make you accept the mark for this? Have you thought about not killing yourself? Yes, I know. You'd bring shame on yourself and your clan. But is that worse than a wrongful grave? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, was genau hat Azai bezweckt? Und hat er nicht vielleicht noch mehr Schande über den Clan gebracht? Wenn dem so wäre, könnte man sich überlegen, vielleicht auf den Freitod zu verzichten. My suspicions were right. Azai has lied to us. I have gone to the greenhouse near Tabriz to set things straight. Go with honor. But watch yourself, Dasan. Please, you must spare yourself. At least until we know what's really going on. Okay, jetzt kommt doch der Plot-Twist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Karajan uns irgendwas verrät, was dann den Plot-Twist einleitet. Ich dachte mir nämlich schon, dass Azai nicht ganz sauber ist. Aber nein, nicht er, sondern unser guter alter Tätowierer-Freund sagt es uns. Azai ist nicht der gute Meister, der er sein sollte. You have saved us all. You defeated our enemies. And now, we have their weapons, and their technology. Azai didn't save us from Hessian. He'll warp everything we stand for. The time has come. Stop him! He must not get away. Oh shit. Eine Klinge im Nacken ist damit abgeschlossen. Oh ja, 9 von 9. Wie geil. Genau in der Mission, in der wir Karajan letztendlich töten, haben wir im Prinzip alles geschafft. Wir haben alle Rollen, wir haben alle Siegel. Und wir haben nicht bloß alle drei Punkte über diese Punktzahlen im Level geholt, sondern wir haben es auch geschafft, keine Feinde zu töten, keine Alarme auszulösen und unglaublich viel Abgelenkbonus zu erhalten. Wow, das hat wahnsinnig gut funktioniert in der Mission. Und naja, jetzt wird es, glaube ich, richtig eklig für uns, denn nun müssen wir gegen Azai ran. Und Azai hat Wachen, die nicht bloß die Technik von Graf Karajan haben, von den Wachen, sondern die auch noch Ninjas sind. Und das kann überhaupt nicht gut ausgehen für uns, glaube ich. Aber wir werden es sehen. Ich werde auf jeden Fall an dieser Stelle mal die Aufnahme beenden. Und wie es dann weitergeht mit Azai und seinen Machenschaften und was genau er da eigentlich vorhat, wir wissen es ja noch nicht so wirklich, ne, würde ich sagen. Das wollen wir uns alles beim nächsten Mal anschauen. Bis dahin, bleibt gespannt, macht's gut und haut rein.
Bis bald.